Hallo und herzlich willkommen hier in der Wunderkesselküche. Ich bin Kai und heute habe ich für euch ein Rezept aus der Kategorie die besten Eintöpfe für den Herbst. Wir machen einen Rosenkohl-Kartoffeleintopf. Und wie das geht, das verrate ich euch jetzt. Das hat es wirklich in sich. Es ist wirklich ein wunderbarer Eintopf, gerade für die kühlere und kalte Jahreszeit. Und es ist ein One-Pot-Gericht. Eins von den Gerichten, die ihr ständig von uns verlangt. Wir brauchen ein paar Zutaten. Zwei mittelgroße Zwiebeln habe ich euch schon mal halbiert. Die kommen jetzt in den Kessel und dreimal dürft ihr raten, 5 Sekunden auf Stufe 5 werden die zerkleinert. Da wir die Zwiebeln andünsten, schieben wir die natürlich mit dem Spatel nach unten und geben jetzt noch Butter hinzu. Ihr könntet natürlich auch normales Öl nehmen, aber Butter gibt immer einen anderen Geschmack. In dem Fall sind es 40 Gramm, das ist das große Stück hier, das kleine brauchen wir für später. Und andünsten tun wir die Zwiebeln 3 Minuten in der Varoma-Stufe natürlich auf Stufe 1. Die Zwiebeln sind angedünstet und als nächstes kümmern wir uns um den Rosenkohl und um die Kartoffeln. Ihr seht, ich habe den Varoma-Behälter hier schon mal rausgenommen. Da kommen 600 Gramm frischen Rosenkohls hinein. Den haben wir geputzt und auch schön so eingeschnitten, kreuzförmig. Ich denke, man kann auch zur Not Tiefkühl-Rosenkohl nehmen. Dann müsstet ihr eventuell die Garzeit etwas anpassen. Außerdem brauchen wir noch unser Garkörbchen. Und da kommen 600 Gramm Kartoffeln hinein, die wir ebenfalls in mundgerechte Stücke geschnitten haben. Bevor wir das Ganze jetzt dampfgaren, müssen noch 700 Milliliter Wasser in den Kessel sowie ein großer Esslöffel von unserem selbstgemachten Suppengrundstock. Katastrophe! Unser Suppengrundstock ist alle. Also nehmen wir 2 Teelöffel Gemüsebrühe. Garkörbchen rein. Deckel drauf, Varoma drauf, Deckel drauf. 25 Minuten Varoma Stufe 1 und dann sehen wir uns wieder. Minuten sind eine verdammt lange Zeit, wenn man wirklich Hunger hat, so wie ich gerade und vor allen Dingen Lust auf unseren Rosenkohleintopf. Wir nehmen jetzt das Ganze raus, einmal aus dem Varoma den Rosenkohl und aus dem Garkörbchen die Kartoffeln. Das Ganze kommt in eine Schüssel, wird vermischt und warm gehalten, denn wir machen jetzt noch eine Mehlschwitze, eine Soße dazu. Es kommt noch Cabanossi rein, aber ein Schritt nach dem anderen. Erstmal ist in die Schüssel und vermischen und warm stellen. Die gute Garflüssigkeit, die heben wir auf. Davon brauchen wir gleich für unsere Soße noch 100 Milliliter. Aber vorher machen wir noch eine Mehlschwitze. Dazu brauchen wir 30 Gramm Butter. Die kommen in den Kessel und werden eine Minute bei 100 Grad geschmolzen. In die geschmolzene Butter, weil es ja eine Mehlschwitze ist, kommen noch mal 30 Gramm Mehl. Das Ganze wird jetzt 3 Minuten miteinander vermischt und erhitzt, ebenfalls auf 100 Grad, Stufe 1. Das Mehl ist angeschwitzt. Weiter geht's mit unserer Soße. Von dem Kochsud gießen wir 100 Milliliter zurück in den Kessel. Dazu noch 200 Milliliter Sahne und 250 Milliliter Milch. Etwa ein halber Teelöffel Salz kommt dazu sowie 15 Gramm Sojasauce. Ich hoffe, das reicht jetzt hier noch. Eine Prise Muskatnuss darf auf gar keinen Fall fehlen. Und hier haben wir noch gehackte Petersilie. Das ist ein halber Bund. Der kommt ebenfalls in den Kessel. Das Ganze verrühren wir jetzt 5 Sekunden auf Stufe 5. Das hier waren mal 200 Gramm Cabanossi. Waren? Es waren 200 Gramm. Leute, 25 Minuten ist eine lange Zeit, wenn man Hunger hat. Die kommen ebenfalls in unsere Soße und das Ganze
kochen wir jetzt auf. Und zwar 6 Minuten, 100 Grad, Linkslauf, Stufe 1. So Leute, es ist soweit. Die Soße ist fertig, Kartoffeln und Rosenkohl sind warm gestellt. Ich mische das Ganze jetzt noch im Thermomix und ich sag euch, ich habe wirklich, wirklich Hunger und vor allen Dingen Bock auf Rosenkohl. Rosenkohl und Kartoffeln, alles nochmal hier in den Kessel. Mal ein bisschen aufpassen, ich habe leider die andere Schüssel in der Spülmaschine. Ich vermische das Ganze jetzt nochmal. Ihr könntet das natürlich auch in einer großen Schüssel machen. Wie gesagt, meine große Schüssel ist gerade in der Spülmaschine, denn wir drehen ja hier am Tag nicht nur eine Folge Wunderkessel, sondern mehrere, einige. Ja? Und wenn ihr den Kanal abonniert habt, dann wisst ihr, dass wir hier jede Woche tolle Rezepte rund um den Thermomix zeigen. Und wenn ihr noch nicht abonniert habt, da unten, da ist so ein Knopf, da drückt ihr drauf. Gleich die Glocke aktivieren und dann werdet ihr sofort benachrichtigt, wenn es hier was Neues gibt. Das auf jeden Fall ist was Neues. Ich richte mir da jetzt einen schönen kleinen Teller an und dann probiere ich natürlich wie immer live vor der Kamera für euch. Bis gleich. Endlich kann ich meinen Hunger stillen. Ich werde das jetzt nicht komplett aufessen, zumindest nicht vor der Kamera, aber probieren werde ich auf jeden Fall ein Rosenkohlgericht. Und ich werde es nicht müde zu sagen, dass ich Rosenkohl wirklich mag. Und dieser Rosenkohl, der hat wirklich noch Biss. Also er ist gerade so durch. Ja? Also wenn man es etwas weicher mag, durchaus die Garzeit verlängern. Wobei ich da dann bei den Kartoffeln, ja, bei den Kartoffeln wäre ich da vorsichtig, weil die sind nämlich genau durch, also richtig durch. Aber der Rosenkohl, ich finde es total klasse. Der schmeckt nämlich wirklich noch nach Rosenkohl. Man hat wirklich auch was zwischen den Zähnen. Man hat was zu beißen. Er ist aromatisch, er ist frisch. Dann mit dieser Sahnesoße, Petersilie, Cabanossi, hey, geht immer. Das passt alles gut zusammen. Also es ist wirklich ausgewogen, ausbalanciert. Vielleicht kann man es noch ein bisschen abschmecken. Wenn ihr zu Hause es gerne ein bisschen salziger mögt, ist jetzt ja relativ wenig Salz dran. Für mich ist das okay. Ich lasse es genau so und werde es genau so essen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachkochen. Bis zum nächsten Mal. Guten Appetit.